Das sieht gut aus. Dein Stream wird ab sofort live übertragen, live aus der Bonner Innenstadt mit dieser Fliege hier, die mir schon die ganze Zeit auf den Nerv geht. Aber das soll dich jedenfalls nicht stören. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass wir heute wieder ein YouTube Live machen können. Wir werden nämlich nach heute in die Sommerpause gehen. Ich würde auch im Sommer normalerweise YouTube Lives veranstalten, allerdings bin ich nächste Woche Freitag nicht da. Ich bin darauf die Woche Freitag nicht da. Dann bin ich im Urlaub und dann bin ich, glaube ich, irgendwie wieder zurück. Wobei wir leider auch über meinen Urlaub, der 10 Tage geht, beide Freitage verpassen. Ich hoffe dann irgendwann Ende Juli, nee, Entschuldigung, Mitte Juli wieder mit den Lives starten zu können, nachdem wir uns ein paar Wochen Pause gegönnt haben. Für diejenigen, die das erste Mal live dabei sind, sei ganz kurz das Prozedere erklärt. Ich werde jetzt gleich ein paar Minuten Kurzvortrag halten. Es wird heute nicht besonders lange dauern, denn wir haben wenig überraschende Punkte für dich vorbereitet. Aber es wird ein guter Reminder für dich sein, auf das du weißt, wie du deinen Lerntag möglichst effektiv gestalten kannst. Und dann werden wir ins Q&A gehen. Das heißt, solltest du irgendwelche Fragen haben zu den Dingen, die ich heute gesagt habe, oder sonst Fragen haben, die du jetzt mittlerweile schon seit 2 Wochen vielleicht mit dir rumschleppst, dann ist dann der Zeitpunkt gekommen, sie mir hier im Chat zu stellen und dann werde ich die gerne auch beantworten. Bevor ich mit den Inhalten beginne, würde ich gerne von denjenigen, die jetzt schon live dabei sind, ganz kurz erfahren, ob ihr mich sehen und hören könnt. Das wäre jedenfalls schade, wenn ich jetzt schon 1 Minute 45 gesprochen hätte, ohne gehört und gesehen zu werden. Aber ich dachte, ich versichere mich zumindest noch mal kurz, bevor ich dann jetzt gleich mit den Inhalten einsteige. Den Augenblick würde ich also noch warten. Ansonsten werden wir gleich so langsam aber sicher in die Inhalte einsteigen. Vielen Dank, Simon Haupt, gut hörbar und sichtbar. Das freut mich. YouTube muss auch irgendwie die Qualität der Lives etwas verbessert haben. Sound war eigentlich mit einem vernünftigen Mikro schon immer gut, aber mittlerweile scheinen auch die Videos in HD aufgezeichnet zu werden, was vorher nicht war. Umso besser. Dann werde ich jetzt mir einmal meine Notizen aufmachen und dann würde ich vorschlagen, wir legen direkt los. In der Beschreibung dieses Lives und auch in meiner Ankündigung bei Social Media habe ich gesagt, dass du wahrscheinlich wenig Interesse an Dingen hast, die du auf deinen bisherigen Lerntag noch oben drauf kloppen sollst, sondern du bist interessiert an ein paar wenigen Punkten, die du immer in deinen Lerntag integrieren kannst und im besten Fall das sogar schon machst. Und ganz egal, ob du in den Anfängen deines Jurastudiums bist oder bereits in der Examensvorbereitung, versuch einfach diese 3 Angewohnheiten, die ich dir gleich nennen werde, in jeden deiner Lerntage einfließen zu lassen. Fangen wir mal an mit einer Angewohnheit bzw. Lernmethode, die relativ verbreitet mittlerweile ist, aber trotzdem nicht jeder verwendet. Das wird dir bei allen 3 Punkten, die ich heute anspreche, so gehen. Du wirst dir denken, ja, Michael, das weiß ich schon. Die Frage ist aber vielmehr, ob du es auch machst, obwohl du es weißt. Die erste Angewohnheit ist die aktive Abfrage. Das heißt, du solltest dich jeden deiner Lerntage aktiv mit dem Lernstoff beschäftigen, indem du dich den Lernstoff aktiv abfragst. Wie du das machst, mit Karteikarten, mit Mindmaps, mit Zusammenfassungen, zum Beispiel in Form von Cornel Notes, die funktionieren dafür sehr gut, ist mir völlig Latte. Hauptsache, du machst es. Wichtig ist, dass du den Lernstoff aktiv reproduzierst. Also nicht einfach das, was du dir einprägen möchtest, nochmal lesen, deine Markierungen nochmal durchgehen, das, was du gestern schon gelesen hast, nochmal lesen. Nein, frag dich aktiv damit ab. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. 3 habe ich eben genannt, wie man es machen kann. Hauptsache, du machst es. Aktiv aus dem Langzeitgedächtnis reproduzieren. Nicht einfach nochmal lesen. Und das ist einer von zahlreichen Tipps, die sich ein wenig versteckt in meinem Assessment wiederfinden, das ich dir bereits hier im Live-Chat angepinnt habe. Und das wirst du später, wenn du die Aufzeichnung siehst, sicherlich hier nochmal, wird die liebe Lena dir eine Infokarte einblenden. Du findest es aber ansonsten auch nochmal in der Videobeschreibung und in dem Kommentarfeld. Und dieses Assessment
soll im Wesentlichen bewirken, dass du diese Punkte, über die wir heute sprechen, diese drei Auszugsweise, die sind nämlich auch im Assessment mit enthalten, dass du dich einmal darauf überprüfst, ob du das wirklich machst. Und dann spuckt dieses Assessment dir einen Score aus und du siehst, okay, wie effektiv lerne ich eigentlich schon. Da sind 14 Aussagen getroffen und du musst einfach nur bestimmen, wie sehr die einzelnen Aussagen abgestuft auf dich zutreffen. Und je nachdem, was du ankreuzt, kriegst du einen Punkt und dann rechnest du am Ende einfach nur die Punkte zusammen und kriegst deinen Score ausgespuckt. Und der gibt dir dann Aufschluss darüber, wie gut das mit dem Lernen bei dir schon klappt und wie effektiv du dich dabei anstellst. Und da ist die aktive Abfrage natürlich auch dabei. An der Stelle aber der kurze Pitch hier nochmal Richtung Assessment. Da gerne mal reinschauen, damit gerne mal arbeiten. Also Punkt 1. Aktive Abfrage, ganz, ganz wichtig. Punkt 2, da wird es ja noch viel klarer sein, dass ich das sage, wenn ich es jetzt ausspreche, Gesetz lesen. Ja, und du sagst jetzt, ja, Michael, weiß ich, ich lese immer im Gesetz, bla, bla, bla. Machen wir das wirklich immer oder sagen wir das nur immer? Das ist der entscheidende Punkt. So, und was ich vor allem sehr, sehr oft beobachtet habe bei Studienanfängerinnen und Anfängern ist, dass sie das Gesetz nicht zuallererst zu Rate ziehen, sondern erstmal ihr Lehrbuch oder Skript. Also gar nicht beim Gesetz anfangen. Das ist, wenn du so willst, eine kleine Angewohnheit in dieser Angewohnheit, die du zusätzlich berücksichtigen musst. Du musst darauf achten, dass du jeden Lernprozess mit dem Ausgangsmaterial, das du in der Klausur als zulässiges Hilfsmittel zur Verfügung hast, beginnst. Ja? Jeder Lernprozess beginnt mit dem Gesetzlesen. Schau dir die Normen, mit denen du dich aus welchem Regelungskreis auch immer heute befassen willst, zunächst einmal an. Geh her, entwickel daraus Rechtsfolge und Tatbestand. Lena wird dir hier nochmal ein Video einblenden für die Aufzeichnung, in dem ich das kürzlich an Paragraph 16 StGB gezeigt habe. Entwickle Rechtsfolge und Tatbestand aus den Normen. Frag dich, was sollen diese Begriffe bedeuten? Lies nicht einfach irgendwelche Definitionen nach, versuch es mit dem Gesetz zu ermitteln. Schau dir andere Normen an, überleg, wie die Begriffe da verwendet worden sind, welche Schlüsse lass das zu, mit Blick auf die Normen, mit der du dich gerade beschäftigst. Lies die Normen, auch wenn du es meinst, schon tausendmal getan zu haben. Ich lese heute noch 823.1 BGB, 280.1 BGB, einfach nur, um sicher zu gehen, dass ich das alles richtig verstanden habe und deswegen auch richtig anwende. Mach das auch mit Normen, die du immer wieder brauchst und erst recht natürlich mit Normen, die dir unbekannt sind und die eher untypisch für Klausuren sind. Immer das Gesetz lesen. Immer mit dem Gesetz beginnen. Ja, und deswegen jeden deiner Lerntage das Gesetz lesen. Wann auch immer. Wahrscheinlich kurz nachdem du dich aktiv abgefragt hast. Vielleicht während du dich aktiv abfragst, indem du sagst, oh, da leuchtet mir die Antwort jetzt nicht direkt ein, da gehe ich nochmal ins Gesetz. Nein, guck nicht direkt ins Lehrbuch oder Skript, woraus du die Karteikarte oder was auch immer, womit du dich abfragst, entwickelt hast. Schau erstmal ins Gesetz. Lies immer das Gesetz. Angewohnheit Nummer 2. Angewohnheit Nummer 3, das fügt sich jetzt natürlich alles zusammen mit dem Gesetz lesen, mit der aktiven Abfrage anhand deiner Notizen. Du musst dir Notizen erstellen. Angewohnheit Nummer 3. Mach nicht den Fehler, nichts von dem, was du dir merken möchtest, zu externalisieren. Sprich, in ein anderes Medium zu überführen. Welches Medium das ist, habe ich eben schon gesagt, ist mir egal. Karteikarten, Zusammenfassungen, Cornell Notes, Mindmaps. Wie gesagt, es ist mir wirklich egal, digital, analog. Hauptsache, du machst es. Entwickle immer Notizen zu dem, was du dir merken möchtest, mit denen du dich später aktiv abfragen kannst. Das ist bei Karteikarten besonders einfach. Bei den sogenannten Cornell Notes lässt du halt links die Spalte quasi erstmal frei, schreibst du dann Notizen rechts rein und dann stellst du dir später Fragen und hältst immer die rechte Seite mit der Hand oder mit einem anderen Blatt zu, um dich aktiv abfragen zu können. Bei Mindmaps ist das vielleicht etwas schwieriger. Da musst du dann hergehen und einzelne Elemente schwärzen oder die Mindmaps nach einem bestimmten Zeitraum, der verstrichen ist, nochmal neu zeichnen. Du wirst da einen Weg finden. Entscheidend ist, dass du die Notizen erstellst und dass du dich im nächsten Schritt damit aktiv abfragst. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das sind die drei Angewohnheiten, super obvious, du wusstest es wahrscheinlich schon, die jeden deiner Lerntage begleiten sollten. Lass keinen Lerntag verstreichen, ohne das gemacht zu haben. Außer du sagst, Michael, ich wollte mir Notizen erstellen, aber es war nichts dabei, was mir wichtig genug erschien. Das ist mir sogar noch lieber. Dann hast du nämlich am Ende auch weniger Karteikarten, mit denen du dich aktiv abfragen musst.
Dann jetzt nochmal ganz kurz der Hinweis auf das Assessment. Da wirst du viel von dem wiederfinden, über das wir gerade gesprochen haben. Schau da gerne nochmal rein und guck mal, welcher Score bei dir rauskommt. Wenn du lustig bist, kannst du mir gerne im Anschluss eine E-Mail schicken und mir deinen Score mitteilen und auch sagen, woran es noch hadert. Vielleicht finde ich ein paar Ideen für dich, wie man das aufbessern kann. Und dann würde ich ganz gerne vom Live-Chat, wenn ihr Lust habt, die Frage zu beantworten, einmal wissen, ehrlich und offen, welche dieser drei Angewohnheiten ist bislang nicht täglicher Bestandteil deines Lerntages. Gibt es etwas von dem, was ich heute gesagt habe und du hast dich ertappt gefühlt und gesagt, scheiße, das mache ich nicht jeden Tag. Das mache ich mal, das mache ich immer wieder, aber jedenfalls nicht jeden Tag. Lass es mich gerne im Live-Chat wissen. Und nachdem wir diese Frage für jeden, der mag, beantwortet haben, würde ich das Ganze jetzt, es ging alles zügig, das freut mich, wir haben erst 12.11 Uhr, würde ich das Ganze jetzt noch für die, die live dabei sind, in ein Q&A umwandeln, um eure Fragen beantworten zu können, die ihr euch gestellt habt. Ich bin also auf jeden Fall noch einen Augenblick hier. Im Anschluss daran werde ich Videos aufzeichnen, unter anderem für ein brandneues Online-Training, das euch im Juli erwartet. 19. Juli geht's los, 22. Juli geht's weiter, 25. Juli erscheint das dritte Video, also ein dreiteiliger Video-Workshop, wenn ihr so wollt, rund um Probeklausuren endlich bestehen. Er richtet sich ganz gezielt an Studierende, die das Gefühl haben, scheiße, ich kriege die Probeklausuren einfach nicht hin. Ich falle da jedes Mal durch, das muss ein Ende haben. Ich kann mich sehr, sehr gut an meine Probeklausurphase erinnern und deswegen weiß ich, wie hart das ist, da immer durchzufallen. Und da werde ich unter anderem natürlich in dem Workshop auch drüber sprechen. So, das werde ich also im Anschluss an dieses Video, an dieses Live hier erst einmal aufzeichnen. Video 1. In der Zwischenzeit habt ihr die Gelegenheit, Fragen zu stellen zu dem, was ich heute gesagt habe, euch an meinem Call to Action zu beteiligen, falls ihr mir erzählen wollt, welche der drei Angewohnheiten diesen Lerntag, eines jeden Lerntages bislang noch nicht dabei sind. Und ansonsten werden wir dieses Live hier gleich beenden, werden uns in ein paar Wochen zeitlicher Verzögerung wiedersehen, werden aber vor allem auch in der Zwischenzeit natürlich neue Videos posten. Und wenn da irgendwelche Fragen aufkommen sollen, einfach immer das Kommentarfeld nutzen, einfach immer Rückfragen stellen. Ich sehe ja eigentlich jeden einzelnen Kommentar, solange YouTube mir eine Benachrichtigung schickt und bin auch gewillt, die alle zu beantworten. Simon fragt, wie hast du dein Wissen zum Thema Lerntechniken aufgebaut? Ich finde das Thema sehr spannend. Liest du dir dazu auch selbst Studien durch? Ja, Simon, das tue ich. Wobei die meisten Erkenntnisse, die es mittlerweile in lernpsychologischer Hinsicht gibt, ja relativ lange schon gesichert sind. Jetzt kommen aber immer wieder auch neue Sachen dazu, die sehr, sehr interessant sind und die mich auch immer mal wieder zum Experimentieren bringen. Wie zum Beispiel vor ein paar Jahren der Kontextinterferenzeffekt, den ich hier auf dem Kanal immer wieder in seiner Effektivität betone. Ich habe angefangen, Simon, wenn mich nicht alles täuscht, mit Lernen, Lernen von Sebastian Leitner. Ja, das ist ja derjenige, der die erste Lernkartei entwickelt hat. Und ich habe dann tatsächlich sein Konzept genommen und das versucht, mit anderen Techniken, die ich für noch effektiver halte, zusammenzuwürfeln und daraus eine eigene Lernkartei entwickelt, die ich auch teilweise in Kursen von mir schon vorgestellt habe. Damit habe ich angefangen. Dann habe ich diese Leitstudie gelesen von Danlowski, glaube ich. Danlowski, den Namen habe ich nicht ganz auf dem Schirm. Dunlosky oder mit einem V dazwischen. Würde ich aber mir eher so die Findings mal, die Conclusions so separat mal durchlesen. Das ganze Ding, die ganze Studie ist, glaube ich, viel zu lang für jemanden, der studiert und nicht für jemanden wie mich, der das Wissen dann tatsächlich vermitteln möchte. Dann ist sehr interessant die Studie von Anders Ericsson, die ich mir angeschaut habe. Daraus geht viel von dem hervor, was ich euch jede Woche predige, wie lange ihr lernen sollt und wie lange man sich konzentrieren kann. Die ist sehr interessant. Dann alles, was, wie heißt der gute, fällt mir der Name nicht ein, auf jeden Fall vom Blog von Supermemo, das ist quasi der Vorreiter von Anki. Der hat sehr, sehr viele Beiträge gepostet, von denen ich sehr, sehr viele gelesen habe. Wie gesagt, ich wünschte, dass der Name gerade einfiel. Aber wenn du auf Supermemo mal schaust, wirst du auf jeden Fall seine Beiträge
finden. Dann habe ich später gelesen Make It Stick. Das ist so ein sehr schönes Buch, was die ganzen Studienerkenntnisse von denen zusammenführt. Das ist also sehr, sehr gut geeignet, auch für jeden, der sich in der Richtung noch weiterbilden möchte. Dann habe ich natürlich so die juristischen Sachen noch gelesen, wie Einführung ins juristische Lernen beispielsweise und auch Lernstrategien von, mir fallen die ganzen Namen nicht mehr ein. Aber ja, es gibt einmal Lernstrategien Jura und es gibt natürlich Einführung ins juristische Lernen von Haft. Ja, das sind so die mir ad hoc einfallen. Ich habe natürlich noch einiges mehr gelesen, aber das sind die Sachen, aus denen ich regelmäßig zitiere. German Country Ball. Hey, ich fand dein neues Video zu den Karteikarten, den Lückentexten sehr interessant. Vielen Dank, das freut mich. Ich bin ein großer Fan von Lückentexten. Das kam auch erst später. Ich wünschte, ich hätte sie in meiner eigenen Examensvorbereitung schon genutzt, bin aber erst später auf ihre Effektivität, ja, irgendwie hingewiesen worden, beziehungsweise habe es dann selber ausprobiert und schreibe heute auch Karteikarten, ich würde sagen, ausschließlich mit Lückentexten. Ja. Frage bezüglich der Karteikarten. Wie würdest du beispielsweise eine Karteikarte zum ETBI erstellen? Das sind ja eine Menge Informationen, wo man die Argumente auch braucht. Jein, also ja und nein. Ich würde nicht eine Karteikarte auf jeden Fall zum ETBI erstellen. Das hat den Hintergrund, dass das ja auch nicht nur ein Gedanke ist, den du auf diese Karteikarte schreiben möchtest. Das sind sehr, sehr viele unterschiedliche Gedanken. Und nein, du brauchst nicht alle Argumente zum ETBI. Solltest du ganz zufällig oder jemand anderes, der das sieht, bei meinem Copy-and-Paste-Workshop dabei gewesen sein, den habe ich am 18. März, Mitte, Ende März veranstaltet, da habe ich auch einen Textbaustein von mir zum ETBI vorgestellt und du wirst da gesehen haben, dass ich ETBI-Argumente nicht auswendig lerne und auskotze. Ich habe einfach den ETBI mir einmal geschnappt und habe den komplett zu Ende gedacht und seitdem brauche ich nicht irgendwelche Argumente dazu reproduzieren. Das Wichtigste beim ETBI, und das ist was auf Karteikarten auch dann gehört, ist, dass du verstehst, wofür 16 und 17 ihrer Grundstruktur gedacht sind. Kürzlich jetzt nochmal ein Video zu 16 StGB gemacht. Da kommt das noch nicht mal so stark durch wie in meinen ETBI-Videos. Wenn du die ETBI-Videos von mir anschaust, wirst du da noch mehr zu sehen. Die Lara, du warst dabei, freut mich, du hast ihn als sehr hilfreich empfunden. Wenn du dir einmal klar machst, wofür 16 und 17 jeweils konzipiert sind, wird dir auch relativ schnell klar, unter welche Vorschrift der ETBI zu subsumieren ist. Ja. 16 ist für die Sachlage Irrtümer und 17 für die Rechtslage Irrtümer. Und wie gesagt, im ETBI-Video, das Lena uns hoffentlich in der Aufzeichnung zumindest einblenden wird, da habe ich das auch noch erklärt, ganz genau, wie das funktioniert. Also entscheidend für dich ist, du siehst den ETBI, du weißt, wie du den ETBI definierst, auch das musst du nicht auswendig lernen, das ergibt sich im Schluss aus 35 Absatz 2, da ist der Putativnotstand geregelt und du musst einfach nur die Vermeidbarkeitsklausel rausnehmen und das entschuldigen würden gegen rechtfertigen würden austauschen. Hast den ETBI eine taugliche Definition für die Klausur, siehst du mal. So, subsumierst darunter, schaust dir an, ob hier der Täter im ETBI ist und dann sagst du, es gibt zwei Irrtümer. Es gibt 16, es gibt 17. Und dann sagst du, der eine ist für Rechtslageirrtümer, wenn du so willst hier, der 17er und der andere ist für Sachlageirrtümer, der 16. So, und dann überlegst du, worüber irrt der Täter im ETBI eigentlich? Weiß er, dass er dem anderen nicht auf die Schnauze hauen darf? Ja, das weiß er, ist also kein Rechtslageirrtum. Er stellt sich aber vor, angegriffen zu werden, ist ein Sachverhalt, ein Sachlageirrtum. Es muss also ein 16 sein. Und die nächste Frage, die ich mir stelle, 16 direkt oder analog? Und wenn du magst, kannst du jetzt ein Sätzchen oder zwei zur Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen schreiben, die ja 16 direkt anwendet. Das wäre eine Möglichkeit, damit fertig zu werden. Da kannst du dann ein Gegenargument liefern, dann nimm meinetwegen den 32 oder so, der ganz klar zwischen Tat und Rechtfertigungsebene unterscheidet. Insofern kannst du also sagen, das Nichtvorliegen von Rechtfertigungsgründen ist jedenfalls kein Bestandteil des Tatbestands. Es muss eine analoge Anwendung sein. Und in den meisten Fällen, in denen du dann keinen anderen Beteiligten noch hast, der zum Beispiel Anstifter oder Gehilfe ist, hat sich es mit dem ETBI. Mehr musst du gar nicht machen. Entscheidend ist eigentlich nur, dass der Täter, der sich im ETBI befindet, nicht strafbar ist. Und nur für den Fall, dass du einen Anstifter oder Gehilfen hast, der wegen der vorsätzlichen rechtswidrigen Tat bestraft werden muss, nur für den Fall musst du den Streit entscheiden, was jetzt eigentlich beim ETBI fehlt. Vorsatz, Rechtswidrigkeit oder Schuld. Da kannst du dir meinetwegen ein Argument auf Karteikarten schreiben. Ich denke mir, du brauchst es nicht.
Simon, wenn du nochmal dein erstes Examen schreiben würdest, wie lange würdest du dir Zeit nehmen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und wie individuell variiert die optimale Vorbereitungszeit? Lass mich zuerst die zweite Frage beantworten. Wie stark ist die Vorbereitungszeit in optimaler Weise individuell? Extrem. Wenn wir noch eine Infokarte frei haben, liebe Lena, füg mal oben hier das Video an zu, wie habe ich das nochmal genannt? Die unschöne Wahrheit einer langen Prüfungsvorbereitung oder Examensvorbereitung. Ich habe 5000 Leute, glaube ich, seinerzeit, habe ich eine Umfrage gemacht und habe gefragt, wenn du dein Examen bestanden hast, also es ging nur an die raus, die das Examen bestanden haben. Wenn du das Examen bestanden hast, wie lange hast du dich vorbereitet und hast du dein Ziel erreicht? Und was da rauskam, ist sehr interessant, überraschend, aber wenig für mich. Die Vorbereitungszeit hat absolut nichts darüber ausgesagt, ob die Leute ihre Ziele erreicht haben. Da waren Leute dabei, die haben sich 3 Jahre vorbereitet, Ziel nicht erreicht, dann Leute, die haben sich 2 Monate vorbereitet, Ziel erreicht. Klar ist das sehr unterschiedlich, wie intensiv ist die Examensvorbereitung, aber das zeigt doch nur einmal mehr, dass es auf die Zeit gar nicht ankommt. Ja, ich bin ja ein Beispiel dafür. Ich habe nach 6 Monaten Prokrastinieren nur 3 Monate gemacht und dann geschrieben. Also das geht alles. Die Frage ist eigentlich immer nur, wie gut stellt man sich dabei an? Hier hilft dir übrigens auch das Assessment, um das gut einschätzen zu können, wie gut du dich anstellst. Und wenn ich nochmal mein erstes Examen schreibe, wie lange würdest du dir Zeit nehmen? Ich bin ganz ehrlich, mittlerweile ist es so, jetzt bin ich natürlich auch ein paar Jahre weiter, ich muss also mit knapp 33 nochmal erstes Examen schreiben, aber ich würde die Vorbereitungszeit wieder extrem straffen. Ja? Ich merke einfach bei mir, ich verliere sehr, sehr schnell an Dingen Lust. Ja? Egal, was das ist. Ich entwickle einen neuen Online-Kurs, ich schreibe mein E-Book, ich mache irgendwas anderes, was mit Jura gar nichts zu tun hat. Ich merke so, das geht so ein paar Monate gut und dann habe ich schon keinen Bock mehr. Ja? Und vorher muss ich das Ding fertig kriegen. So. Und da merke ich, wenn ich nochmal Examensbeutung machen müsste, dass es mir genauso ginge. Und deswegen würde ich auch da wieder das Ganze straffen. Ich fände es so 6 Monate sehr cool. 3 Monate ist sehr straff, braucht man nicht drüber reden. Das ist damals gut gegangen und ich habe das auch gut angestellt in der Zeit, aber das funktioniert nicht für jeden. 6 Monate wäre für mich ein guter Zeitraum und dann ganz ähnlich vom Fokus, so wie mein 13-Wochen-Plan wahrscheinlich. Eventuell würde ich vorher noch mir ein paar andere Skills drauf schaffen, die beim 13-Wochen-Plan vielleicht einen Tick zu kurz kommen, die man im besten Fall vorher erworben hat. Real fragt, könntest du uns sagen, woher wir originale Examensfälle bekommen? An meiner Uni gibt es viel zu wenig. Ich wollte ca. 200 Examensfälle haben, um Sachverhaltsanalyse trainieren zu können. Beste Examensvorbereitung. Hast du vollkommen recht. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ein paar Fallbücher mit Originalklausuren oder jedenfalls originalgetreuen Sachverhalten, die du verwenden kannst. Da fällt mir Prütting-Sachs-Weigand die Examensklausur ein und das Examensklausurbuch von Heinrich ist es. Es gibt auch noch ein paar andere. Dann würde ich gezielt in den Ausbildungszeitschriften gucken, wie der JUS. Da sind auch immer Originalexamensklausuren abgedruckt. Und dann, bei dir weiß ich jetzt gerade nicht mehr real, weil ich deinen richtigen Namen nicht kenne, ob du Inner Circle-Mitglied bist. Aber im Inner Circle ist es so, dass wir ausschließlich Auszüge aus Originalexamensklausuren besprechen und im Fallfundus auch nur Originalklausuren verlinkt sind. Das heißt, da hättest du auch noch mal einen Fundus, den du nutzen kannst. Was würdest du empfehlen, um in das Lernen im Verwaltungsrecht einzusteigen? Was wäre am wichtigsten? Sollte man zum Beispiel erst ein Kurzskript durcharbeiten, dann Fälle bearbeiten? Zu der Frage, Real, ich würde das parallel machen. Ja, ich würde immer das Falltraining priorisieren. Ich würde mir nach meinem Vorbild einer perfekten Woche, ich glaube, wir haben keine Infokarten mehr frei, deswegen verspreche ich jetzt hier gar nichts. Ja, aber wenn du das Vorbild meiner perfekten Woche nutzt, dann hast du ja Thementage oder Tagesthemen, so nenne ich das. Und du weißt, okay, an dem Tag ist Fall- oder Klausurtraining angesagt und da trainierst du dich dann gezielt auch an Fällen. Das kann auch nur ein Vormittag sein, das muss nicht immer gleich ein ganzer Tag sein. Das wäre eine Möglichkeit. So, das heißt, du hast von vornherein auch immer Fälle, an denen du dich trainierst. Im Verwaltungsrecht halte ich es für sehr, sehr hilfreich, sich zunächst ein universelles Aufbauschema, ein universelles Prüfungsschema zu erstellen, was für das gesamte Verwaltungsprozessrecht passt. Dass du einmal verstehst, welche Sachentscheidungsvoraussetzungen immer vorliegen müssen, sowohl für den einstweiligen Rechtsschutz, was extrem relevant ist für das Verwaltungsrecht, als auch für die Klageverfahren. Einmal ein Schema erstellen mit Sachentscheidungs- oder Sachurteilsvoraussetzungen, je nachdem, die du immer brauchst.
Ja? Und dann würde ich mir ein paar Klausuren im Verwaltungsrecht anschauen und gucken, wie sieht die Begründetheit da jeweils aus? Was muss ich da eigentlich machen? Ah, okay, bei der Anfechtungsklage muss ich immer überprüfen, ob ein Verwaltungsakt rechtmäßig ist. Bei der Leistungsklage muss ich immer einen Anspruch prüfen. Ah, okay, wo ist das noch so? Ja, bei einer einstweiligen Anordnung, bei 123.1. Früh viele Verknüpfungen herstellen. Das wäre so mein Einstieg daran. Welche Skills wären das, die du empfehlen würdest, welche Skills man vor der Examensverwaltung erwerben muss? Welche Skills? Ah, ich glaube, ich die Frage verstanden. Ja. Also, es gibt grundsätzlich drei große Skills, die du erwerben musst, um überhaupt ein guter Jurist, eine gute Juristin zu werden. Das ist also unabhängig von deiner Examensvorbereitung. Du musst in der Lage sein, auch einen völlig undurchsichtigen Sachverhalt zu entwirren. Ja, du musst also in der Lage sein, jeden Sachverhalt lückenlos zu erfassen. Skill Nummer eins ist eine Frage der Falllösungstechnik, bei der dir so Techniken wie meine Mindling-Technik sehr hilfreich sein werden, für dich sehr hilfreich sein werden. Dann musst du in der Lage sein, auch unter unbekannte Rechtsnormen, dir bislang unbekannte Rechtsnormen, zu subsumieren. Du musst das Ding vernünftig aufbauen können. Du musst auch bei einem unbekannten Tatbestand in der Lage sein, Rechtsfolge und Tatbestand zu zerlegen. Du musst dann die Tatbestandsvoraussetzungen aus dem Gesetz herleiten, wenn du in der Lage bist, auch noch die Rechtsnorm zu bestimmen, die Rechtsnatur zu bestimmen, zu schauen, welcher Personenkreis hier geschützt wird und so weiter und so fort. Den Zweck zu ermitteln, ist das noch besser. Aber du brauchst einen Grundstock an Normmethode, also an Methoden, die du in Normen an Normen anwenden kannst. Und da musst du in der Lage sein, diese Norm aufzubauen, auch zu einem unbekannten Begriff zumindest eine brauchbare Definition, eine klausurbrauchbare Definition zusammenzureimen und drunter subsumieren. Und dann musst du in der Lage sein, eigenständig zu argumentieren, auch bei unbekannten Problemen, aber unter bekannten Rechtsnormen. Ja? Man bekommt so gut wie nie, mir fällt jedenfalls kein Beispiel ein Rechtsproblem, eine streitige Rechtsfrage zu einer unbekannten Norm. Ja? Das sind immer Normen, die dir bekannt sind. Bestes Beispiel, das benutze ich ganz gerne in meinen Einsteiger-E-Mails, um die Arbeitsmethode klarzumachen. Du nimmst einen 280 Absatz 1 und baust da ein Problem rein. Und zwar die Frage, ob ein nachbarliches Gemeinschaftsverhältnis ein Schuldverhältnis im Sinne von 280.1 ist. Die Norm 280.1 ist dir bekannt, aber du hast keine Vorkenntnisse eventuell zum nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnis, musst also in der Lage sein, auch zu diesem unbekannten Problem in einer bekannten Norm Argumente zu finden, eigenständig Lösungsansätze zu entwickeln. Das sind die drei Kernkompetenzen. An Sachverhalten, entwirren, lückenlos erfassen, unbekannte Rechtsnormen, Probleme eigenständig lösen. Und die muss man ganz gezielt trainieren. Zu deiner Frage, wie viele Examensfälle im Inner Circle sind, müsste ich nachgucken. Wir haben angefangen, Fälle zu besprechen im Mai 2020. Seitdem haben wir jeden Monat einen gemacht, müssten also so 25 sein. Und dann hast du noch den Fallfundus, das sind so 10 oder 15 drin, glaube ich. Also so 35 bis 40 Klausuren würdest du darüber auch nochmal kriegen. Lele fragt, hast du ein Video dazu, wie man die Rechtsnatur einer Norm bestimmt? Lele, falls du das warst, die jetzt vor zwei Monaten mal kommentiert hat unter einem Video von mir, sorry, hab den Kommentar erst heute durch Zufall gesehen, wurde mir keine Benachrichtigung angezeigt. Ich hoffe, du hast mittlerweile deinen Evaluations- und Feedbackbogen erhalten. Die Rechtsnatur von Normen bestimmen? Nee, habe ich nicht, Nele. Ist ein schöner Gedanke, den ich mir mal notiere. Ich habe einen relativ strikten Plan leider für die nächsten Wochen. Ansonsten würde ich dir sagen, dass ich das Video bald produziere, aber das werde ich jedenfalls absehbar nicht schaffen, Rechtsnatur von Normen bestimmen. Aber ich merke es mir vor. Was du schon tun kannst, was sicherlich hilfreich ist, ist, dir zunächst einmal einen Überblick darüber zu verschaffen, was überhaupt Rechtsnaturen, wenn man diesen Plural benutzen darf, was überhaupt die Rechtsnatur von einer Norm sein kann. Ja? Und mach doch einfach erstmal eine Liste mit verschiedenen Rechtsnaturen, die du kennst bei Normen. Und dann kannst du gezielt versuchen, die einzelnen Normen rauszusuchen und die Rechtsnatur dieser Norm zu bestimmen. Ist das eine Anspruchsgrundlage? Ist das eine bloße Hilfsnorm? Wird da etwas zugerechnet? Ist das eine Haftungsprivilegierung, um jetzt einfach mal vier zu nennen? Ja? Real fragt, ob der Kurs Systemverständnis ihm hilft, das Argumentieren zu lernen. Definitiv. Der hilft dir auf jeden Fall dabei. Und vor allem für 37 Euro ist das ein Witz, was du da bekommst. Also da würde ich mal drüber nachdenken, da einfach reinzuschauen. Hast du auch, glaube ich, zwei Monate Garantie oder so, falls das doch nicht gefällt. Und dann, ob ich auch einen Kurs habe, wie man unter unbekannte Rechtsnormen subsumiert. Ein Kurs jetzt direkt nicht, aber einen Broadcast, den ich dazu gemacht habe. Systemverständnis ist übrigens auch ein Broadcast, den ich für Inner Circle-Mitglieder gehalten habe. Da würdest du definitiv auch noch ein Video finden, wie geht man mit unbekannten Normen um oder ja, wie gehe ich mit unbekannten in Klausuren um, heißt es, glaube ich. Wenn du dir das anschaust, das wird dir definitiv dazu auch nochmal helfen. Ist aber nur im Inner Circle, das gibt es sonst nicht. Genau.
Habt ihr sonst noch Fragen? Habt ihr noch Fragen zu dem, worüber wir heute gesprochen haben? Habt ihr euch das Assessment runtergeladen? Das ist mir ganz besonders wichtig. Es wird euch in jedem Fall helfen. Werdet ihr unsere gemeinsame Zeit vermissen? Wir werden uns 4 Wochen oder so jedenfalls nicht sehen. Ja, wir werden uns 4 Wochen wohl nicht sehen, was dramatisch ist. Aber wir werden uns wiedersehen. So viel ist auch sicher. Und dann vielleicht weniger heiß als heute. Wobei, ich will mich nicht beschweren, 3. Stock, dafür geht es heute noch. Ja, will mich nicht beschweren. Superior Hashtag, hast du grundsätzlich Podcasts, so für im Zug oder beim Training? Jawohl, habe ich. Du kannst einfach endlich Jura in deiner Podcast-App eingeben und meinen Podcast hören. Das ist jetzt aber kein Podcast, der speziell als Podcast entwickelt wurde, sondern das sind einfach die Audiospuren von meinen Videos. Aber bei 90%, sagen wir mal 80% der Videos ist es so, dass du die genauso gut auch als Podcast konsumieren kannst. Ja, einfach endlich Jura eingeben, 5 Sterne geben, ganz wichtig. Wir haben nur 4,8, was einfach miserabel ist. Also bitte 5 Sterne geben, damit wir auf 4,9 kommen. Vielen Dank. Ob ich die heutige Stunde wiederholen könnte, fragt Real. Wie meinst du das? Das Live wird aufgezeichnet. Das Live wird aufgezeichnet inklusive dieses Q&As. Hast du direkt im Anschluss an die Stunde dabei? Und wir posten dann mit etwas zeitlichem Abstand donnerstags immer noch den Vortrag von mir zum jeweiligen Live ohne Q&A für diejenigen, die sich nicht das ganze Q&A noch mit reinziehen wollen. Ja, aber das wird alles aufgezeichnet, falls du das meinst. Ob wir ein Rap im kommenden Jahr anbieten, fragst du. In Präsenz jedenfalls nicht. Starttermine sind jederzeit real. Wir machen ja nur Einzelunterricht. Du wirst ja nicht in eine Gruppe geschmissen oder so. Wir bieten nur Einzelunterricht an. Du kannst jederzeit starten, wenn du möchtest, solange die Kapazitäten verfügbar sind. Einfach das Kontaktformular auf der Homepage ausfüllen. Genau. Übrigens, Superior Hashtag, beim Training meine Podcasts hören, ich weiß ja nicht, vielleicht wenn du Beine trainierst, aber ansonsten wird mich das nicht genug motivieren, glaube ich. Aber wenn es dich motiviert, umso besser. Was ist deine Meinung zu juristischen Ausbildungszeitschriften, fragt German Country Ball. Ich bin ein sehr großer Fan von Aufsätzen. Mit Aufsätzen habe ich immer sehr, sehr gut gearbeitet. Mag ich auch heute noch, auch wenn ich sie nicht mehr so häufig konsumiere wie damals in der Examensvorbereitung. Aber ich würde mir jedenfalls keine abonnieren. Ich hatte mal die Jus abonniert. Ich glaube, man kann sogar da unten den Stapel so halb sehen. Nee, kann man nicht sehen. Verdecke ich. Da sind sehr viele ungelesene Jus bei. Kann ich nicht unbedingt empfehlen. Auch die von Repetitorien würde ich nicht abonnieren. Such dir einfach das zusammen, was du brauchst. Das scheint mir deutlich hilfreicher zu sein. Da war doch etwas in Planung mit dem Christian, schreibst du. Christian kenne ich nicht. Du scheinst einen jemand anderen zu meinen, mit dem ich etwas geplant hätte. Aufsätze von welchem Anbieter? Ich habe fast ausschließlich Jura, JA und Jus gelesen. Also einfach, wenn du was suchst zu einem Fall oder so, mit dem Jus-Finder kommt man relativ schnell auf die Sachen, die man braucht. Ansonsten einfach das bestimmte Thema, zu dem du einen Aufsatz suchst, bei Google eingeben und schauen, was dazu publiziert wurde. Dann habe ich immer Jura, JA oder Jus gelesen. Das sind die drei, die mir spontan einfallen. Ja, der Online-Zugang ist super. Da gebe ich dir vollkommen recht. Die Jus-Aufsätze zu lesen, ja, man nimmt sich das immer vor, aber man hat halt auch genug andere Dinge zu lesen, ja, und zu tun. In dem Sinne bleibt das leider relativ häufig liegen. Lele fragt, macht es Sinn, Probeklausuren zu schreiben, wenn man noch einige Wissenslücken hat? Beziehungsweise ab wann macht es Sinn, Probeklausuren zu schreiben? Lele, warst du das denn eigentlich, die mir vor 2 Monaten kommentiert hatte und nach dem Evaluations- und Feedbackbogen gefragt hatte? Oder war das eine andere Lele? Also, Probeklausuren zu schreiben, wenn man Wissenslücken hat, ja. Ne, dann durcherzeugst du einen sogenannten generativen Lerneffekt. Du bist gezwungen, in der Klausur das Wissen zu generieren, was es braucht für die Klausur. Ja? Das ist im Endeffekt nichts anderes als Training mit Unbekanntem. Du musst aber für dich gut abwägen, ob es sich lohnt, diese 5 Stunden, die gerne zu 10 Stunden werden, weil du den Fall ja auch noch nachbereiten musst, ob du bereit bist, diese Zeit zu investieren. Ansonsten ist dagegen absolut nichts einzuwenden, die Klausuren auch dann zu schreiben, aber nimm sie ernst, schreib sie ohne Hilfsmittel. In meinem Workshop, über den ich eben gesprochen habe, der am 19. Juli rausgeht, ihr werdet ab Dienstag die Chance haben, euch anzumelden. Dienstag ist der 21. Da kriegt ihr auf jeden Fall von mir eine Benachrichtigung hier oder bei Instagram oder bei Facebook.
Da rede ich da ganz gezielt drüber, wie wenig es bringt, Hilfsmittel in Probeklausuren zu benutzen. Allerspätestens kann ich nur so viel sagen, Lele, wann du spätestens anfangen solltest, ist 3 Monate vor deinem Examenstermin. Aber du musst es bei Gott nicht früher machen. Du musst es einfach nicht. Ja, so viel Erfahrung dazu gehabt, mit so vielen Studierenden gearbeitet, die es anders gemacht haben, als irgendwelche kommerziellen Reps gesagt haben. Also verlass dich da drauf. Du musst nicht frühzeitig damit anfangen. Du musst aber dich an Fällen trainieren. Im besten Fall dann an kleinen Fällen. Schreib also erstmal einen Haufen kleine Fälle aus. Die kosten auch nicht so viel Zeit im Erstellen der Lösung und in der Nachbereitung. Du kannst mehr davon machen und du gewöhnst dir eine gute Falllösungstechnik an, wenn du das regelmäßig pro Woche übst. Das warst du nicht. Okay. Wann würdest du empfehlen, Probeklausuren zu schreiben? Ja, die Frage habe ich ja gerade ein bisschen beantwortet. Was du meinst, sind, ob ich das auch empfehlen würde, sie in 3 Stunden zu schreiben. Das sind meine sogenannten Blitzklausuren. Habe ich hier auf dem Kanal schon mal ein Video zu gemacht. Blitzklausuren sind sehr hilfreich, aber erst für später, wenn du gezielt dein Bearbeitungszeitmanagement trainieren willst, würde ich nicht mit anfangen. Okay, danke. So, 1, 2 Fragen würde ich noch zulassen. Danach, wie gesagt, muss ich anfangen, Teil 1 meines Workshops aufzuzeichnen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. German Country Ball wünscht mir schon mal ein schönes Wochenende. Das schöne Wetter soll ich genießen jedenfalls. Vielen Dank. Hast du vielleicht bestimmte kleine Fälle, die du besonders empfehlen kannst? Bestimmte kleine Fälle? Nee. So aus dem Stegreif leider nicht, Lele. Also wir haben, wie gesagt, im Inner Circle sehr, sehr viele kleine Fälle auf Examensniveau, die wir besprechen zusammen in den sogenannten Case Breakdowns. Das ist unsere interaktive Live-Fallbesprechung einmal im Monat. Aber die konzipiere ich speziell dafür. Die gibt es nicht sonst oder so. Also die kann man nicht kaufen oder dergleichen. Deswegen kann ich da leider keine Empfehlung aussprechen. Ich wünschte, ich könnte. Sehr gerne habe ich die Fragen beantwortet. Vielen Dank. Findest du das Fallbuch Die Fälle von AS gut? Kenne ich nicht. Kann ich nicht sagen, ob ich das gut finde. Meistens sind mir das zu viele. Auch diese, keine Ahnung, die wichtigsten 85 Fälle im Strafrecht AT oder so von Hemmer. Ich kann da nicht viel mit anfangen, weil die wichtigsten 85 sind zugleich alle. Also sind es nicht die wichtigsten. Ich glaube, dadurch fehlt euch was, was ihr eigentlich lernen müsst, nämlich Schwerpunktsetzung, auch im eigenen Lernen und im Anstoßen der jeweiligen Lernprozesse. Also halte ich da nicht so viel von. Ich weiß aber nicht, wie das von AS aussieht. Das Schlimmste von AS sind aber die blauen Klausurhefte, von denen kann ich nur dringend abraten. Die grünen Teile. Okay, ja, weiß ich nicht genau. Ich wünschte, ich könnte. Hättest du Tipps für die Lernroutine zur mündlichen Prüfung? Das ist die letzte Frage, die ich beantworte. Seid mir nicht böse. Ich muss zusehen, dass ich danach weitermache. Also, Superior Hashtag. Tipps für die Lernroutine zur mündlichen Prüfung. Sag mir mal ganz kurz, ob du einen Vortrag machen musst. Musst du einen Vortrag halten? Je nachdem, ob du das tun musst, verändert sich nämlich deine Lernroutine. So viel steht fest. Musst du einen Vortrag halten? Wenn du einen Vortrag halten musst, musst du das gezielt üben. Dann würde ich das auch regelmäßig machen. Der macht nämlich einen großen Teil der Gesamtnote aus. Vorm Spiegel üben, vor Freunden üben. Die sollen dir Fälle zum Beispiel aus Ausbildungszeitschriften geben. Du bereitest sie 1 Stunde vor, trägst die vor. Das würde ich in jedem Fall machen. Einfache Abfrage, 15 Minuten pro Rechtsgebiet. Okay. Ehrlich gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das, was für dich im Examen funktioniert hat, auch in der mündlichen funktioniert, ist sehr, sehr hoch. Ja. Ich wünschte, pass auf, ich habe eine Idee. Lass mich gucken nach den. Ah, nein, ich finde es nicht. Augenblick. Nach den Schriftlichen ist vor der mündlichen. Schau an. Ein Leitfaden von mir von, ach Gott, jetzt bin ich hier, warum finde ich ihn jetzt nicht? Ein Leitfaden von mir von irgendwann vor 2 Jahren, mitten in Corona, glaube ich. Ich schaue mal, ob ich den, jeder, der über den Link verfügt, Link kopieren. Schaut mal, ob ihr das öffnen könnt, weil dann spare ich mir das Ganze, was ich jetzt erzähle. Das sind nämlich meine besten Tipps rund um die mündliche Prüfung. Klappt das? Könnt ihr das aufmachen? Das war so ein Q&A, was ich mal mit ein paar Leuten durchgeführt habe, die mir Fragen gestellt haben zur mündlichen Prüfung.
Und ich glaube, da kriegst du die besten Tipps für deine Lernroutine zur mündlichen Prüfung. Sehr gerne, sehr gerne. Einfach da mal reinschauen. Assessment nicht vergessen. Ich tue mich jetzt da durch, ihr Lieben. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Schön, dass wir uns diese Woche wiedergesehen haben. Leider, wie gesagt, werden wir uns jetzt ein paar Wochen nicht sehen. Es werden aber trotzdem regelmäßig Videos hier auf dem Kanal veröffentlicht werden. Denkt dran, euch frühzeitig zum Workshop anzumelden, der Ende Juli stattfindet. Nicht Ende Juli, aber am 19. Juli jedenfalls. Wir werden den diesmal auf 1000 Teilnehmende begrenzen. Klingt jetzt erstmal viel, aber wir hatten zuletzt mehr Teilnehmende und wir haben den Server zweimal gecrashed, sodass Leute die Videos, das Webinar zuletzt zum Beispiel gar nicht gucken konnten. Das würde ich gern verhindern. Ja? Also deswegen frühzeitig anmelden. Ab 1000 machen wir einen Deckel oben drauf. Nicht, dass ich das jetzt mega schnell auffüllt. Es wird jetzt nicht am ersten Tag schon voll sein. Das wäre schön, aber so weit bin ich dann doch noch nicht. Aber es wird sich zügig, werden sich Leute anmelden und dann würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich wünsche euch auch allen ein schönes Wochenende. Das hat mir, wie gesagt, sehr viel Freude bereitet. Wir sehen uns in ein paar Wochen hier hoffentlich wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.